Willkommen zu unserem heutigen Unboxing. Ich möchte euch heute das E-Rider vorstellen. Da ist es drin, das neue Kajak von Savage Gear. Also wenn man es vernünftig zusammenbaut, kann man es auch relativ einfach hinten ins Auto packen. Das ist der Hochdruckboden. Der ist wichtig deshalb, weil er die Stabilität ausmacht. Hier ist die Bedienungsanleitung bzw. die Inventarliste. Wir haben das Kajak mit den Sitzbrettern. Wir haben Paddel, wir haben was zum Aufpumpen, Reparaturkit, eine Finne und das Kajak an sich. Genau, wir haben hier noch einen schönen Gurt. Damit kann man dann auch das Kajak wieder schön zusammenlegen. In dem Namen E-Rider steckt ja auch schon der Name drin, E, was ja in der heutigen E-Mobilitätswende ganz klar ist. Das Ding kann man auch elektrisch fahren, sprich durch den verbauten Heckspiegel kann man einen kleinen Motor ranpacken und dann noch größere Strecken zurücklegen. Also gerade wenn man neue Gewässer erkundet, ist das natürlich enorm von Vorteil. Der ist richtig massiv. Laut Plakette dürfte da 2 PS hinhängen. Also einen fetten Elektromotor hält das Ding auf jeden Fall aus. Man sieht hier an den Blättern, die haben hier so eine kleine Einstichstelle und die sorgt dafür, dass ihr beim Paddeln nicht so viel Nässe abbekommt bzw. dass dort der Wasserabfluss gestoppt wird. Und zusätzlich habt ihr auch noch hier so eine kleine Abfanglippe, sprich ihr könnt da paddeln, ohne dass ihr nass werdet. Und das ist auch schon der Vorteil, gerade beim Schlauchboot beispielsweise. Da ist es ja teilweise so, wenn ihr paddelt und die relativ hoch haltet, die Paddel, kommt auch da ein bisschen Wasser gelaufen und das habt ihr hier mit der Bauform auf jeden Fall nicht. Ich werde jetzt den Boden mal einlegen. Der ist ja auch noch eine Luftkammer. Und jetzt hat man hier noch ein bisschen Spielraum, das Ganze reinzulegen. Die Arbeit braucht man sich auch nur einmal machen, weil der Boden bleibt dann hier drinnen. Jetzt haben wir laut Manometer unsere 10 Bar erreicht. 10 Bar ist der Hochdruckboden, den könnt ihr auch raufgeben, da passiert also nichts. Wenn ihr das bei zu viel Druck macht, also wenn ihr da schon zu viel Luft reingepackt habt, geht das relativ schwer, aber in dem Zustand könnt ihr das einfach reinpacken. Ihr habt gesehen, wie leicht das jetzt aufzubauen war. Was macht man natürlich noch? Hier ist zwar kein Display verbaut, aber trotzdem hat man so eine Art Display-Schutzfolie und immer ein sehr cooler Moment. Nagelneuer. Ah, wie beim Display. Zum Material des Kajaks selbst. Das ist knapp 1 mm starkes PVC-Material, sprich extrem widerstandsfähig. Das ist so widerstandsfähig, also wenn da mal ein Fisch gegenspringt, sollte es nicht gleich kaputt gehen. Weiterer Vorteil hier, gibt es extra Verstärkungen am hinteren Teil. Die Verstärkung am hinteren Teil ist dafür gedacht, dass ihr das Kajak auch zum Wasser ziehen könnt. Also wenn ihr jetzt nicht direkt am Wasser parken könnt, könnt ihr da einfach bedenkenlos das Kajak über den Boden ziehen. Vorne ist extra eine Trageschlaufe. Kommen wir nun zur Finne. Die ist dafür da, dass ihr besonders spurstabil bleibt. Könnt ihr hier reinsliden und verschließen. Ja, könnt ihr dann sichern mit dem kleinen Stift hier. Könnt ihr aber auch wieder rausnehmen. Ihr seht schon, das sitzt fest drin, aber soll es ja auch, soll ja nicht abhauen. Sorgt dafür, dass ihr schön und gerade fahrt und beim Driften auch ein bisschen Widerstand habt. Das Kajak bietet ringsherum eine Leine. Da
ist zum Beispiel ganz cool, wenn man dann einen Kescher drunter packt. Aber ihr habt auch hier vorne einen Bereich, der wassergeschützt ist. Das Kajak, das hat natürlich auch eine Halterung für die Paddel. Kann man dann hier einfach reinsetzen und kann dann starten. Das Kajak bietet so viel Platz, da kann man auch mal einen Co-Angler mitnehmen. Co-Angler will gerade nicht. Ja, also da kann man dann auch locker zu zweit mit angeln. Das war's mit dem Unboxing des E-Rider Kajaks von Savage Gear in 3,30 Meter. Ich werde jetzt gucken und ausprobieren, inwiefern man wirklich schön elegant und leise an die Fische sich ranpirschen kann und dann vielleicht mit dem einen oder anderen Fisch im nächsten Video zu sehen sein. Bis dahin, wir sehen uns am Wasser und Tight Lines, euer Stefan.